Dr. Tobias Höllwart hat an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert und unterrichtet und ist seit 20 Jahren selbstständiger IT-Berater. Zu seinen Kunden gehören Großunternehmen wie Nabucco, jetzt etwas kleiner, OMV Gas, Hörbiger Industrie, das Bundesrechenzentrum. Diese unterstützt Herr Höllwart als Berater bei der Erstellung großer Ausschreibungsprojekte im Bereich Qualitäts- und Claim-Management oder bei der Erstellung von IT-Policies. Herr Höllwart ist Vorstand der Eurocloud Austria, einer Non-Profit-Organisation in 27 europäischen Ländern und Experte des österreichischen Normungsinstituts. In dieser Funktion ist er Mitglied der österreichischen Delegation bei den ISO-Verhandlungen, die demnächst in Stockholm stattfinden. Die Frage, wie sich die Qualitätskriterien in der Cloud definieren und auditieren lassen, ist sein Spezialgebiet. Wozu muss man überhaupt einen Cloud-Service auditieren lassen oder zertifizieren lassen? Ich bitte Sie, uns das jetzt zu erklären. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Danke. Funktioniert? Sehr gut. Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Danke für die Vorstellung und danke für die Vorredner, die es mir ziemlich leicht machen, zu erklären, warum auch ich Qualitätskriterien referiere. Ich habe ein sehr breites Spektrum und werde jetzt mal ganz kurz einen großen Rundumschlag machen und dann versuchen, möglichst schnell auf den Punkt zu kommen, damit Sie sozusagen letztendlich eine Botschaft auch haben, die Sie mitnehmen können. Sie haben ganz richtig gesagt, Cloud ist ein Begriff, der in aller Munde ist. Es ist häufig derzeit ein Marketingbegriff. Ich stelle Ihnen jetzt einmal eine Frage, ohne eine Antwort von Ihnen zu erwarten. Wer kauft 90% aller Server, die derzeit weltweit produziert werden? Kurz nachdenken. 90%, drei Kunden, Amazon, Microsoft und Google. Es gibt einen guten Grund, warum diese drei Firmen das machen, weil sie sich aufmunitionieren. Die wissen ganz genau, dass sie kommen werden. Es ist nicht mehr verhinderbar. Es ist ganz klar, dass hier das Offering extrem attraktiv wird, Kostendruck und so weiter. Es gibt viele Gründe. Und da stellt sich dann die Frage, wie gehe ich mit so einem Service um? Wenn ich meine Bilder uploade, dann ist das eine Sache. Wenn ich als Unternehmen erstens einmal dem Telekom-Gesetz unterliege, dem Telekommunikationsgesetz unterliege oder dem Datenschutz, dann muss ich mir sehr gut überlegen, ob ich meine businesskritischen Anwendungen ins Netz lege oder ob ich auch nur Verknüpfungen zu einem CRM, zu einem Mail-System, zu irgendwelchen Einstiegsdrogen wie Kollaboration oder zu komplexeren Dingen wie Vertriebslösungen mache. Ich muss mir das sehr genau überlegen und das überlegen sich sehr viele Firmen wirklich intensiv. Die OMV Gas, die ich eben begleitet habe jetzt seit 2 Jahren, die macht genau das Gegenteil. Die sagt, unsere Services sind so kritisch, wir wollen, dass das Gas fließt, alles kommt in einen Käfig und wir zahlen dafür, dass alles non-shared ist. Aber das ist nicht immer der richtige Weg. Und jetzt, um Ihnen auch noch den Einstieg in Qualitätskriterien zu ermöglichen, als die Eisenbahn vor 150 Jahren in England so richtig in Schwung gekommen ist, da war es tatsächlich so, dass manche feine Damen ohnmächtig geworden sind, weil sie geglaubt haben, wenn sie da jetzt eine gewisse Geschwindigkeit über einer Pferdenkutschenfahrt haben, dann werden sie an einem Herzinfarkt sterben. Und ungefähr vor 100 Jahren, wo wirklich viele Menschen in Wien an Infektionskrankheiten durch das schlechte Wasser aus der Donau gestorben sind, wo die Hochquellleitung gebaut worden sind, glauben Sie, dass das euphorisch angenommen worden ist? Überhaupt nicht. Die Leute haben Angst gehabt, dass sie da ein Risiko haben, dass da jemand Gift reinleert und so weiter. Und fahren Sie heute mit dem Zug? Ja. Trinken Sie das Wasser einfach so aus der Leitung? Ja. Und warum steigen Sie in Ihr Auto ein nach einem Service und fahren mit 130 auf der Autobahn? Rechts ein LKW, links ein LKW, links ein Bahnenstreifen. Haben Sie mal geprüft, ob die die Arbeiten richtig machen? Ob die die Bremsen wirklich ausgetauscht haben? Nein. Sie haben nicht geschaut. Sie haben wahrscheinlich nicht einmal geschaut, ob das § 57a Pickel auf der Windschutzscheibe klebt. Das ist nämlich der Nachweis, dass ein qualitativ hochwertiges Service gemacht worden ist. Sie haben sich völlig darauf verlassen, dass das Wasser in Ordnung ist, die Eisenbahn sicher ankommt und Ihr Auto auch wirklich funktioniert. Da sitzen Ihre Kinder hinten drin. Und meine Frage an Sie ist, warum tun Sie das? Sie tun das deshalb, weil Sie sich hundertprozentig darauf verlassen, dass die Werkstatt, in die Sie gegangen sind, weiß, wie sie die Qualitätskriterien zu setzen hat, wie sie die prüft, dass es Rahmenbedingungen gibt, die sicherstellen, dass die das genau richtig machen und dass Sie danach nicht einmal mehr schauen müssen, ob das Pickerl oben klebt bei Ihnen. So, und
im Cloud-Service haben Sie eine enorme Vielfalt an Herausforderungen. Sie haben die Frage Make or Buy, Hybrid, Abrechnungssysteme. Sie haben die Frage, welche Daten Sie auslagern, welche Schnittstellen Sie brauchen, wie Sie das intern organisieren müssen, Datenschutz-compliant ohne Ende. Es ist eine völlige Überforderung. Ja? Und dazu gibt es gewisse Antworten bereits. Eine der Antworten ist die ISO. Die ISO arbeitet derzeit an der ISO-Norm 27017. Das ist jetzt schon ein eng beschriebenes Dokument mit 200 Seiten, wo ganz genau definiert wird, was Cloud-Services sein müssen, damit sie zertifizierbar sind. Und große Unternehmen werden sich daran halten müssen. Ja? Die heißt ISO 27017, Guidelines on Information Security Controls for the Use of Cloud Computing Services. Ja? Und da stehen, das sind ein Working Draft derzeit, und da stehen so Dinge drinnen wie The risk to the organization's information and information processing facilities from business processes involving external parties should be identified and appropriate controls implemented. Das geht runter bis auf die Verschlüsselung von den primären Schlüsseln Ihrer Datenbank. So genau ist das. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Erstens ist das Ding erst in 2 Jahren da, vielleicht in 3 Jahren, und zweitens ist es ein ziemlicher Aufwand, da die Hausaufgaben zu machen. Ja? Es gibt eine europäische Gegenposition. Erstens die Vivian Redding, die vergangenen Freitag auf dem Juristenball auch in Wien war, hat ganz klar gesagt, Datenschutz ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir wollen, dass Dritte Daten nicht missbrauchen können. Wir wollen, dass die Daten dem jeweiligen Benutzer gehören. Die Nelly Kroes, die die Digital Agenda der Europäischen Union leitet, hat eine Initiative, einen Arbeitskreis. Die Digital Agenda ist übrigens die IT-Direktive der Europäischen Union bis in die Jahre 2020. Ein Arbeitskreis heißt Cloud Computing und das wird von der Eurocloud geleitet. Und damit komme ich sozusagen auf diesen Punkt, wer ist die Eurocloud, wo ich in Österreich Vorstand bin. Das ist eine Organisation, die ist Non-Profit, die gibt es in 27 europäischen Ländern und wir haben zum Ziel, Cloud Computing zu fördern und Qualitätskriterien da zu fixieren. Da gibt es ein Gütesiegel, das heißt bei uns Eurocloud Star Audit, und da werden relativ viele Dinge abgefragt. Ja, ich zeige Ihnen hier ein paar Beispiele, das ist der Einstieg, was wir meinen, dass ein Cloud-Service-Provider tun muss, damit Sie als Unternehmen sagen können, okay, das kann ich mir vorstellen. Und glauben Sie mir, es gibt wirklich viele attraktive Angebote im Web, CRM-Lösungen, ERP-Lösungen, die sind preislich fantastisch attraktiv. Ja, die kosten 5 Euro, 10 Euro, 40 Euro im Monat. Und wenn Sie sich die SLAs und die Rahmenbedingungen anschauen, ist es undenkbar, dass Sie diese Services benutzen. Undenkbar. Sie würden niemandem Ihren Wohnungsschlüssel geben, das Passwort zu Ihrem Computer und sagen, hier, mach weiter. Aber so ähnlich läuft es dort. Sie haben keine Ahnung, wer Zugriff hat. Es gibt keine Rahmenbedingungen, die klären, dass die Dinge, die Sie dort womöglich die nächsten Jahre einpflegen, um Ihre Kunden zu bedienen, um Ihre Produkte zu verkaufen, um Online-Shops zu entwickeln, dass die geschützt sind vor Zugriffen und vor missbräuchlichen Verwendungen. Und die ihnen ermöglicht, zum Beispiel nach 3 Jahren auch zu wechseln, weil sie sagen, sie wollen da nicht gefangen sein. Das ist das Eurocloud Star Audit. Das wird dann auch ziemlich schwierig ab dem Moment, wo sie sich wirklich zertifizieren können, wenn sie sich den obersten Punkt anschauen. Die Eurocloud sagt, wir wollen, dass der Cloud-Service-Nutzer die freie Wahl des Gerichtsstandes hat. Das ist heftig für den Anbieter. Aber wir meinen, es ist einfach undenkbar, dass wenn Sie ein Problem haben, dass Sie nach Dublin fahren und dort jemanden klagen, der sowieso wesentlich mächtiger als Sie ist, weil der hat womöglich 500.000 Kunden. Und Sie interessieren den gar nicht, außer dass Sie diese 15 Euro überweisen monatlich. Das ist einer unserer Bedingungen und die werden dann immer stärker, bis es zum 5-Star-Audit kommt. Gut, und es gibt noch ein österreichisches Angebot, die WKO, die UBIT, die OCG, der IT-Cluster Wien und die Eurocloud haben vereinbart, dass wir eine Art von Richtlinien für AGBs machen wollen, für Cloud-Service-Anbieter, wo wir sagen, das ist machbar, ja, das ist deutsch und lesbar, das ist kurz und trotzdem gehaltvoll und es ist umsetzbar und wirksam. Und dann empfehlen es diese Organisationen inklusive der ÖNAM. Das heißt,
Wir haben die ISO, wir haben die Eurocloud und wir werden einen Empfehlungskatalog machen, der bis Sommer fertig ist, wo man sagen kann, wenn du schon meinst, dass du irgendein Kriterium nicht erfüllen musst, weil es deine Kunden gar nicht wollen, weil du es nicht kannst, was auch immer, dann deklarier diesen Punkt wenigstens, damit deine Nutzer wissen, dass sie das hier nicht bekommen, dass sie zum Beispiel nach Dornbirn fahren müssen, wenn sie ein Problem mit dir haben, oder dass du deine Daten in diesem Service löscht, wenn der 3 Wochen lang nicht seine Rechnung bezahlt hat, oder dass du ihm die Daten per DVD übergibst, wenn er den Vertrag kündigt, dass das einfach klar ist. Gut, und damit noch vielleicht eine Frage, wie gehen Sie vor, wenn Sie selbst Cloud-Services in Ihr Unternehmen integrieren wollen oder als Privatperson auch etwas anderes als jetzt ein Facebook nutzen wollen, dann sage ich, es ist immer das Gleiche. Wie seit Anbeginn der IT bestimmen Sie den Standort, wo Sie stehen, definieren Sie, wo Sie hinwollen in Ihrer IT-Strategie, definieren Sie, welche Wirkung Sie erzielen wollen mit dem, was Sie einkaufen und dann beginnen Sie mit der Umsetzung. Denn Sie haben das Problem, dass sehr viele Dinge in diesem Bereich mehr Schein als Sein sind. Das heißt, Sie haben sehr schöne Webseiten mit super Features, aber Sie müssen dahinter schauen. Sie müssen damit rechnen, dass wenn Sie einen günstigen Preis haben, Sie die Standardisierung akzeptieren müssen. Cloud-Services sind standardisierte Services, keine individualisierten. Und Sie müssen mit Automatisierung und einem adäquaten Service Desk rechnen und Sie müssen ihn verlangen. Denn wenn die Services komplex sind, wollen Sie jemanden anrufen, der Ihnen hilft. Sie wissen selber, wie auch österreichische Anbieter teilweise am Telefon oder per E-Mail reagieren, wenn sie ein Problem haben. Das ist teilweise sehr unzufriedenstellend und das ist die Schnittstelle. Und somit habe ich Ihnen sozusagen einen globalen Blick auf Qualitätskriterien in der Cloud gegeben, die ISO, einen europäischen, die Eurocloud und einen persönlichen jetzt zum Schluss. Und das führt vielleicht dazu, dass Sie entspannt in die Cloud gehen können. Herzlichen Dank. Geschehen. Das ist für mich? Das ist für Sie, ja. Okay. Wunderbar. Das klang ja am Anfang wirklich so, als wäre das ein Abraten, überhaupt Cloud-Services zu nutzen. Am Schluss sozusagen mit der Eurocloud gehen Sie doch den Weg und sagen, es ist sowohl für Unternehmen, auch als österreichische IT-Unternehmen, machbar, sozusagen gewissermaßen zertifiziert oder Services anzubieten, die ein Gütesiegel haben und auch realistisch und auch finanzierbar für die Unternehmer, die IT-Unternehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch etwas ist, wo Unternehmen dann zugreifen können, guten Gewissens. Also Sie sehen das sehr optimistisch, dass wir sozusagen, ich hätte das ein bisschen wahrgenommen, wir haben jetzt ein Chaos, ja, und in dieses Chaos wird etwas Ordnung hineinkommen, ist das so? Wir stehen da, wo es heute früh in dem Vortrag sehr deutlich gesagt worden ist, das Ding überrollt uns, das ist überhaupt keine Frage, da haben wir überhaupt keinen Entscheidungsspielraum mit einem Kostendruck auf die IT, es gibt das IKT-Gesetz, das jetzt herauskommt, das ganz klar sagt, wir können nicht mehr 7000 Mail-Server betreiben, das muss konsolidiert werden. Hatte gestern ein Gespräch mit dem Sektionschef Pop vom Finanzministerium, der ganz klar gesagt hat, Standardisierung ist das Thema. Und ich habe auch kein Problem mit einem Berliner Rechenzentrum zusammenarbeiten, solange die Standards gelten, die bei uns auch gelten. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Ich brauche Standards, auf die ich mich verlassen kann. Dann kann ich als Endkunde irgendwann einmal sagen, das Service kaufe ich ein, weil da steht ein E-Commerce-Gütesiegel, ein E-Shop-Gütesiegel, ein Eurocloud-Gütesiegel. Ich kann mich verlassen, weil ich habe eh keine Chance, das alles selbst zu prüfen. Ein positiver Ausblick. Ich würde bitten, also wir verfolgen das Ganze im Internet, Sie verfolgen das hier auch auf der Twitter-Wall, ich würde bitten, den Mr. Webb, der heute hier ist, uns ein ganz kurzes Update zu geben, was denn hier bei uns über Twitter abläuft und vielleicht auch, was sonst um IDE abläuft. Eine kurze Mr. Webb, bitte. Einen Moment, kommt. Ja, guten Morgen, ich möchte mich vorstellen, Günther Exl. Ich bin für das Wirtschaftsblatt hier live am Twittern auf der Twitter-Wall und zugleich auch für diesen Raum als Mr. Webb für Ihre Fragen verantwortlich. Das heißt, es ist eigentlich eine recht spannende Geschichte, weil wir in vielen verschiedenen Sälen parallel Vorträge, Postings haben und dementsprechend versuche ich auch hier immer zu filtern. Gibt es zu den Themen, die wir jetzt heute hier gehabt haben, auch schon eben Updates? Ich informiere jetzt mal über den Wirtschaftsblatt-Kanal. Und beginne auch jetzt so langsam eben ein bisschen nachzubohren. Fragen zum Thema Cloud,
Wir haben ein Problem, wenn ich etwas poste, dann dauert es ein bisschen, bis es auf der Twitter-Wall erscheint. Drum, genau, jetzt sehen Sie es, Fragen zum Thema Cloud für KMU. Und ich halte Sie auf jeden Fall hier dann immer am Laufenden, sollte sich hier toll. Einfach in Super. Die einzelnen Beiträge Fragen auch ein, sollten sich Fragen einbringen. Super, Dankeschön. Das heißt, ich darf mich verabschieden. Warten Sie noch, gibt es noch Fragen aus dem Publikum, konkret zum Thema Cloud oder zum Thema, wie Sie mit der Cloud umgehen können oder wie Sie hier das anbieten können? Ja, bitteschön. Ich habe eine ganz einfache Frage, und zwar ist diese Sensibilisierung für den Datenschutz, der in den letzten 1,5 Jahren so unglaublich populär geworden ist, eine Entwicklung, die aus einem Überangebot kommt, weil das, was wir jetzt Angst vor der Cloud haben oder vor dem Datenschutz der Cloud haben, wäre vor 6, 7 Jahren, als wir angefangen haben, Social Media zu verwenden, hätte sich kein Mensch was gedacht. Und die, also da sind Fotos, Informationen und so weiter geshared worden, man hat nicht drüber nachgedacht. Die ersten E-Mail-Provider hat keiner gewusst, wo die Sachen hingehen. Wir haben Mobilfunkverträge abgeschlossen, haben uns keine Gedanken darüber gemacht, wer unsere SMS lesen kann und so weiter und so weiter. Und jetzt ist diese Sensibilisierung da. Warum ist die da? Und ist es zum Großteil eine Panikmache und ist es genauso lächerlich wie vor 10 Jahren? Okay, ich darf das nur ganz kurz wiederholen, auch fürs Web. Die Frage ist, woher kommt jetzt plötzlich die Sensibilisierung oder Angst vor der Cloud, wo es diese Services doch schon länger gibt, also seit 6 Jahren oder länger? Ja, danke für die Frage, die ist sehr gut und sehr interessant. Also mal zu Social Media, ich sage meiner Tochter auch, dass sie unsere Privatadresse nicht in Facebook posten soll. Also insofern hat das auch in Social Media eine Relevanz. Es gibt 2 Antworten auf die Frage. Die erste ist, wir stehen an einem Zeitpunkt, wo Unternehmen aus verschiedenen Gründen, meist auch aus Kostengründen, ganz stark darüber nachdenken, diese Services in ihr Unternehmen zu integrieren. Im Sinne einer hybriden Cloud einfach Dinge zuzukaufen, die sie selbst gar nicht erstellen könnten. Oder wo sie sagen, die sind so attraktiv oder so billig, dass ich mir das nicht selbst antun möchte. Ich habe nicht das Know-how. Und in dem Moment geht es einmal um Business-Interessen. Ja, es ist ein Unterschied, ob meine Fotos irgendwo falsch gepostet werden oder jemand sich darüber lustig macht oder ob mein Business zerstört wird. Die zweite Grund, warum das so ein massives Thema ist, dass wir in Europa einen ganz, ganz starken Nachteil haben. Cloud-Business ist nicht in Europa derzeit. Das ist in den USA vor allem. Wir haben viele gute Anbieter in Europa, aber wir haben keinen Megaplayer. Der erste Megaplayer, der sich jetzt gerade aufstellt, letzte Woche war die Firma Atos, die ein Joint-Venture-Unternehmen gegründet hat in Frankreich mit der VMware zusammen und der EMC, die sagen, wir möchten ein europäisches Gegenstück sein. Außer der SAP haben wir in Europa niemanden. Und wir haben es noch einmal schwer. Wir haben sehr viele Sprachen und wir haben lauter unterschiedliche Rechtsnormen. Das haben die Amerikaner nicht. Wenn Sie einen Service in Frankreich anbieten wollen, müssen Sie Ihren Verschlüsselungscode der französischen Fremdenlegion abgeben. Die meisten von Ihnen wissen das nicht einmal und da haben Sie dauernd solche Probleme. Das heißt, es ist schon sehr wichtig für dieses Ökosystem in Europa, und dafür steht die Eurocloud auch, dass dieses Ökosystem zum Leben kommt, weil sonst fließt erstens der ganze Cash ab und zweitens das ganze Know-how. Die ganzen interessanten Leute arbeiten dann eben woanders. Und hier muss es eine klare, einheitliche Regelung geben, wo ich sage, wenn ich als österreichischer Unternehmer eine gute Cloud-Lösung mache, zum Beispiel für Werbeagenturen, ja, ein Kollege von mir hat sowas, und ich hoste dieses Service in Deutschland, aber 90% meiner Kunden sind in der Schweiz, dann muss ich sicher sein, dass ich nicht mehr Zeit mit Administration und mit rechtlichen Problemen verbringe, als damit meinen Service zu verbessern und zu verkaufen. Und dazu braucht es einheitliche, klare Regelungen, an die ich mich halten kann. Ja, das ist meine kurze Antwort. Ja, knackig und präzise. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich sehr, sehr herzlich für diese Einführung. Dankeschön. Danke.